trotz den Schicksalsschlägen muss es ja irgendwie weitergehen. Die Nummer hier hatten wir schon ein bisschen länger gebucht und ja, da sehen wir jetzt. Ich habe hier unsere Blitzdings dabei und hier unsere tolle Kamera. Was uns aber schon gerade am Telefon gesagt worden ist und hat uns angerufen, dass hier wohl dann doch ein paar Bereiche überflutet sind. Man sieht es auch hier. Aber wir gehen jetzt erstmal rein, klären das ab und dann, was wir hier so veranstaltet haben, seht ihr dann bei uns auf YouTube. So, liebe USH-Community, liebe Freunde, das ist erstmal der Frank. Der sagt gleich noch was zu dem Ganzen. Kurz zu mir erstmal hier, danke, dass wir die Möglichkeit bekommen, dass wir hier sein dürfen, wo wir sind. Das erfahrt und seht ihr gleich. Wir sind unterwegs schon angerufen worden, dass der Wasserstand, ich glaube bei dem einen oder anderen klingelt es jetzt schon, wo wir uns befinden, dann doch etwas höher ist. Frank, wo sind wir denn? Wir sind hier am Besucherbergwerk Grube Fortuna, Eisenerzbergwerk, als letztes in Hessen in Betrieb bis März 1983 und ist seit Pfingsten 1987 Besucherbergwerk. Mit Schachtfahrung im Förderkorb auf die 150 Meter Sohle. Und dort werden historische Maschinen vorgeführt, die auch alle noch funktionsbereit sind. Was hat das mit dem Wasserstand auf sich? Wie gesagt, wir sind ja angerufen worden, das ist dann doch ein bisschen höher. Ja, wir haben also Wasserstand ist momentan bei minus 29,4, heißt 29,4 Meter unter der 150 Meter Sohle steht das Wasser. Und es ist gleichzeitig als Trinkwasserreserve vorgesehen. Und wenn wir dann Bereiche betreten, die wir sonst betreten dürfen, kann es zur Verunreinigung des Wassers führen. Deshalb können wir leider nicht alles heute zeigen, was wir sonst zeigen können. Okay, das ist erstmal nicht so schlimm. Wir freuen uns trotzdem, dass wir hier sein dürfen. Ja, jetzt wisst ihr, es geht wieder mal in ein Bergwerk. Ja, unser großes Projekt war ja damals Merkers, wo die Jacqueline, die gerade die Kamera hält, besonderen Spaß mit dem Förderkorb hatte. Hat es aber gut gemacht, hier geht es nicht ganz so weit runter und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ja. Alles klar und dann bis gleich. So, wir hatten es ja im Eröffnungsvideo, beziehungsweise die mit uns enger vernetzt sind, haben es auch schon auf WhatsApp und Telegram gesehen. Wir haben ja vorhin so ein kleines Eröffnungsvideo gemacht. Das hier, ja, ist, ja, das ist logischerweise Wasser, aber so setzt sich das da drin fort und deswegen können wir heute leider nicht alle Bereiche besuchen. Aber die Bereiche, die wir besuchen können, die freuen wir uns natürlich und ja, jetzt geht's los. Ich muss aber dazu sagen, wenn man da draußen gefühlt 40 Grad hat und man kommt dann hier rein, ist es wirklich bitter, bitter kalt. Ist die heilige Barbara, die Schutzpatronin, kennt ihr ja sicherlich auch aus dem Bergwerk von Merkers, das hat der Gerd ja sehr ausführlich erklärt. Da unten sind noch alte Gleise. Gerd, kannst du noch was zu den Gleisen sagen? Ja, Frank. Hier auf diesen Schienen wurden früher die vollen Erzzüge zur Kipphalle gefahren, die aus dem Schacht auch umgehoben wurden. Zwei Gleise deshalb, weil es früher zwei kleine Körbe gab für 8 Personen oder eine Lore. Deshalb zwei Gleise, wo die Züge zur Aufbereitung gefahren wurden. Super. Und hier vielleicht nochmal, wenn ihr das wollt, gehen wir gleich nochmal rechts durch die Schachtumfahrung durch. Soll man das auch noch erklären, gerne was mal, damit klar, auf sich natürlich, hat? Natürlich, natürlich. Jetzt mal die Kamera fotografieren. Kommt auch immer ganz schnell. Nicht verstehe. So, Gerd hat es ja. Gerd, komm auf, Gerd, Frank hat es ja angekündigt. Hier die Schachtumfahrung. Also 20 Meter geradeaus ist der Schacht, der senkrecht nach unten
die Oberfläche mit den einzelnen Zonen verbindet und die Schachtumfahrung diente dazu, die Leerwagen ohne die Förderung zu behindern, hinter den Schacht zu fahren. Und diese Schachtbefahrung, die jetzt gemeinsam. Gerne. Gerd, magst du vorgehen? Ach, wie komme ich immer auf Gerd? Ich hab's irgendwie, hab ich Merkers im Kopf. Der Frank. Der Frank. Wie steht vor? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ich heute oder in dem Video Gerd zeigen werde. Hier vielleicht interessant vom Betonausbau zum Türstockausbau. Hier allerdings in moderner Form mit Verzugblechen, Stoßverzug, Firstverzug aus Metall und die Stempel und die Kappen auch. Holzausbau war hier auch verbreitet, aber halt eben der Langlebigkeit halber geschuldet, haben wir hier im Bergwerk, halt eben im Museumsbergwerk, hauptsächlich Stahltürstöcker stehen. Licht ein bisschen runter, damit es nicht blendet. Also hier dann als zweite Ausbauart Spritzbeton mit Verzugmatten untergebracht, dass man hier halt eben gänzlich auf den Ausbau verzichten kann. Und hier halt eben im Gegensatz dazu eben halbrunder Ausbau aus Beton, hier eckiger Ausbau aus Beton. Hier kann man auch während der Führung die Ausbauarten Beton, Türstock und Formen des betonierten Ausbaus darstellen. Interessant erklärt. Also rund nimmt halt eben höhere Drücke auf wie eckig. Und das waren halt eben die Erfahrungswerte, warum man hier manchmal eckigen Betonausbau hat und manchmal halt eben runden Ausbau oder Türstöcker. Bei Merkers ist ja alles mit Stempeln versehen. Also die Stempel, ne? Die Fans von uns wissen, die haben die Stempel ja erklärt, die werden in die Decke gedreht und jeder Stempel, zumindest bei Merkers ist das so, hält 16 Tonnen. Diese Stempel, verbaut ihr die hier auch? Ja, nennt sich hier im Erzbergbau Streitsülsenanker und können wir gerne unten im Maschinenbereich noch mal drauf eingehen. Dort kann man es auch zeigen. Die haben sogar eine Tragfähigkeit von 20 Tonnen. Dafür müssen sie nicht so eng gesetzt werden. Ja, Merkers, da ist alle ein paar Meter ran. Ja, ja. So. So, Frank, was haben wir denn hier, Lukas? Also hier befindet sich die hier befinden wir uns an der sogenannten Hängebank. Hängebank ist immer der höchste Punkt in einem Bergwerk, wo die Bergleute früher auf die Körbe gestiegen sind und wir heute auf die Körbe aufsteigen. Einmal haben wir hier die Signaleinrichtung. Es gab sowohl, zwar nicht in so einem modernen Kasten, Telefon, um mit dem Maschinisten zu telefonieren. Es ist nämlich kein Aufzug, sondern eine Fördermaschine, weil oben ein Mensch sitzt, der uns nach unten und nachher wieder nach oben holt. Dem hat man sich über Glockenschläge verständigt. Drei Schlag hängen, nach unten fahren, zwei Schlag auf, ein Schlag halt. Sollte irgendein Notfall eingetreten sein, konnte er das Notsignal ziehen. Es ertönte eine laute Rufe und er setzte erst wieder die Maschine in Bewegung, wenn er angerufen wurde. Und die sogenannte Korb-Ruftaste. Es hingen im Schacht früher zwei Körbe. Es gab 7 Tiefbauzonen. Wenn kein Korb vor Ort steht, zieht man die Korb-Ruftaste. Oben leuchtet ein Leuchtmelder auf. Und der Maschinist wusste, ohne Telefonat über den Korb hinzufahren hatte. Der Neuzeit ist es geschuldet, dass wir jetzt halt eben die Glockensignale vom Korb geben können und im Schacht im
bei der COP funktioniert auch sogar ein Telefon und ein Funkgerät. Aber wir machen das nach wie vor mit Glockenschlägen, weil es eine klare, eindeutige Verständigung ist. Dankeschön. So, was haben wir denn hier für eine Tafel, Frank? Die Tafel sind einmal die Signale, Ausführungssignale bedeutet, was hat der Maschinist auszuführen, Ankündigungssignale, was ist zu tun. Und deshalb, hier hängen noch die Originaltafeln aus Betriebszeiten. Deshalb musste aber diese 8 hier ausgestrichen werden, weil wir jetzt 22 Personen auf den Korb mitnehmen dürfen. Außerdem gibt es keine Beginn und Ende der regelmäßigen Seilfahrtsignale mehr, Seilfahrt mit Anschlägern und Selbstfahrer-Seilfahrt. Deshalb sind sie hier vorne auch ausgestrichen. Aber das sind noch die Originaltafeln, die bis ins März 83 Gültigkeit haben. Sehr schön. Deshalb ist dann eben hier immer geweißelt, wir dürfen auch nur noch mit Besuchern aufsteigen. Heute, das ist das eine, was wir nicht sehen, die 100-Meter-Sohle, die 150-Meter-Sohle. Und ist die 150 die letzte oder habt ihr noch ein bisschen was drunter? Ja und nein. Ja, es ist für den Museumsbetrieb die letzte Sohle, okay, weil wir haben nur für diese bis zu dieser Sohle ein Seil aufliegen. Ist rein monetärer, geldlicher Grund. Wir müssen halt eben irgendwann mal dieses Seil wechseln. Da muss ein bergbaulich zugelassenes Seil genommen werden. Und dann würde uns das ein Vielfaches kosten. Heißt, wir müssten die Eintrittspreise exorbitant erhöhen. Selbst wir kommen nicht mehr zu 200 und 250 Meter Sohle, die früher noch in Betrieb war. Deshalb, es geht noch tiefer, ja, aber wir kommen seit dem Museum ist nur noch bis zu 150 Meter Sohle. Nichts, Korb-Ruftaste. Und dann müsste mein Kollege oben reagieren und schickt uns dann. Ja, hinter dir ist jetzt ein neues Licht angegangen. Ich zeig's euch mal. Korb-Rufsignal, jetzt hat er den Korb in Bewegung gesetzt, dann geht's aus. Er hat es gehört, man hört schickt uns schon. Jetzt den Korb. Man hört ihn auch schon. Vielleicht kann man hier auch gerade auf die Sicherheitseinrichtungen hinweisen. Das Schachttor ist verriegelt, solange kein Korb davor steht. Wir erfüllen alle Sicherheitsregeln. Wir entfernen das Bergwerk auch. Jetzt hat es geknackt. Er hat uns mit dem einen Schlag das Signal gegeben, der Korb ist frei. Und wie bei den Bergwerken auch, das ist das Kuriose, wenn das Tor offen steht, erscheint ein grünes Licht. Sinniger wäre halt eben ein rotes Licht, aber das ist seit Juni in der Steinkohle im Kali. Offene Tore sind durch ein grünes Licht gekennzeichnet. Ja, der, ich muss sagen, der Förderkorb hier, der ist sehr klein. Ne? Also die, die das Merkers-Video gesehen haben, da sind man, glaube ich, es waren 4 Kabinen nebeneinander und über 3 Stockwerke nach oben. Da ist das hier wesentlich gediegener, würde ich sagen. So, steigen wir. Ja, nennt sich einen Korbboden. Wir dürfen aber, weil der Korb doch im Verhältnis größer ist, 22 Personen auf einmal mit nach unten tragen. Das ist gut. Wir sind aber heute alleine hier. So, jetzt fahren wir los. Die Jacqueline kennen, die wissen jetzt, wie sie gerade aussieht. Ja, so. So, hier haben wir halt eben moderne Einrichtung, Telefonfunk, aber die Signalanlage lässt sich auch von hier bedienen. Er hat das Schachttor verriegelt, das ist das Knacken. Jetzt geht die Fahrt. Was ich hier aber schöner finde, ist, hier kann man nämlich den Schacht filmen. Bei Merkers war das alles ein bisschen verbaut. Was war das erstmal trotzdem? Das lässt sich maschinentechnisch nicht anders lösen. Erfüllen alle Sicherheitsregeln, aber diesen Komfort der Bergleute hat man nicht so Wert genommen, Wert drauf gelegt, Rücksicht genommen. Jetzt sind wir erst 4 Meter die Sekunde gefahren in Endgeschwindigkeit. So schnell fährt jeder Kaufhausaufzug auf. 4 Meter die Sekunde, 15 Grad. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hier im Video sehen werdet. Der Korb hat gerade einen ganz schönen Hochseil gemacht. Das ist bei der Technik nicht anders darstellbar. Moderne Fördermaschinen fahren halt eben stufenlos, so wie Merkers auch, aber dann mit 9 bis 12 Meter die Sekunde. So, das Gute ist, dass hier Licht ist, sodass ich beide Hände für die Kamera frei habe.
Sowas mag ich immer ganz gerne. Weil, wenn ihr euch vorstellt, ich trage hier die Kamera, drücke die ganze Knöpfe und habe ja noch unser Blitzdings in der Hand, ist das immer etwas doof. So, wie ihr sehen könnt, sind wir unten angekommen, inklusive kleinen Hopser. Kannst du was zu dem Hopser sagen, Frank? Also zu dem Hopser, das lässt sich fördertechnisch leider nicht besser lösen. Die Fördermaschine ist aus den 50er Jahren, erfüllt alle Sicherheitsregeln einer modernen Fördermaschine, lässt sich aber noch nicht so feinfühlig regulieren wie eine moderne Fördermaschine. Und nach dem Hopser haben wir die Endgeschwindigkeit von 4 Meter die Sekunde angenommen. So schnell fährt man in jedem Kaufhausaufzug, jedem Hotelaufzug auch. Moderne Fördermaschinen wie ein Merkers oder moderne fördernde Bergwerke fahren mit 9 bis 12 Meter pro Sekunde. Merkers, genau. Wegen der großen Tiefe. Hat 9 Meter pro Sekunde. 4 Meter die Sekunde, hoffnungslos zu langsam, würden moderne Bergwerke nicht. Merkers fährt man auch entschieden länger. Ja, man ist noch fast 90 Sekunden unterwegs, bis man unten ankommt. Ja, weil es halt eben auch meines Wissens 800 und 100. Ja, ja, da geht es unten nicht runter. Da sind wir jetzt nur hier bei 150 Meter. Magst du noch was zu hier oben sagen? Die Hebel, sind das die alten Steuerhebel? Ja, die Steuerhebel, Druckluftaufschiebevorrichtung, wenn man sich einmal kurz umdreht. Das ist so ein Beispiel, wie zunehmende Technik mit weniger Leuten das Gleiche oder mehr leisten konnte. Was war der Unterschied zu den Förderzeiten? Bis März 1983 hingen hier zwei kleine Körbe im Schacht für 8 Personen oder eine Lore. 2 war deshalb, weil man 2 Bewegungen gleichzeitig machen konnte. Eine volle Erzlore geht nach oben, gleichzeitig geht eine leere nach unten. 8 Bergleute haben Feierabend und fahren nach oben, gleichzeitig fahren 8 nach unten zum Weiterarbeiten. Und hier standen vorher oder arbeiteten zu Gruppchen Zeiten. Seit 1906 ist es ein Bergwerk der Firma Grupp in Essen gewesen. 4 Leute und förderten ca. 150 Wagen nach oben. Wie funktionierte es? Der rechte Korb kam nach unten, brachte eine leere Lore mit. Die 2 Bergleute zogen die leere Lore in die Strecke. Die beiden anderen Kollegen schoben die volle Lore auf den Korb. Der rechte Korb ging nach oben. Gleichzeitig kam der linke Korb nach unten, brachte eine leere Lore mit. Es ging wieder von neuem los. 2 Kollegen zogen die leere Lore in die Strecke. 2 Kollegen schoben den vollen Wagen auf die Hände. Deshalb eine Leistung von ca. 150 Loren pro Schicht. So, und das, was der Frank gerade erklärt hat, kann ich euch hier mal mit so einem kleinen Bild darstellen. So hat das damals ausgesehen. Und wir stehen jetzt quasi genau hier. Genau, das sind die beiden Hebel. Wobei, das war schon ein Bild, wo man diese beiden Hebel in Benutzung hatte. Das nennt sich Druckluftaufschiebevorrichtung. Die wurde mit diesen beiden Hebeln bedient. Da konnte eine Person mindestens 150 Wagen pro Schicht nach Übertagen befördern oder sogar 200. Und der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als die Hebel zu bedienen? Ja, und den Anschläger. Hat natürlich die Anschlagssignale gegeben. Der Anschläger stand hier nur am Schacht. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Die Akkulokomotive, also andersrum, man musste 2 Sachen noch vorbereiten. Das sogenannte Gegenort anlegen. Das gab es zu Gruppchen Zeit nicht. Heißt, ca. 20 Meter in diese Richtung gehen. Gegenort nennt sich das. Und dann eine Schachtumfahrung anlegen. Ca. 8 Meter parallel hinzu geht er hier zu dem Füllort, geht ein Gleis hinter den Schacht. Wie funktioniert das jetzt? Die Akkulokomotive brachte 15 volle Erzlöhren an. Die wurden auseinandergekuppelt und rollten gegen diese Druckluftbremse. Man zog an dem einen Hebel, es zischte sehr laut, die Bremse ging auseinander. Der Wagen rollte über diesen Stempel hier, machte genau diese Bewegung hier. Der Stempel klappte hinter dem Wagen hoch, man zog kräftig an dem zweiten Hebel. Der Stempel ging ruckartig einen Meter nach vorne, die volle Erzlore ging auf den Korb. Die leere Lore ging ins sogenannte Gegenort und wurde dort abgesperrt. Jetzt wundert man sich ja, wie konnte man dann den rechten Korb befüllen? Diese Einrichtung gab es 1:1 auch hier für den rechten Korb. Nur die Bergleute waren es gewohnt, es gab nämlich nur diesen einen Schacht. Auch bei Arbeitsbeginn hier auf dieser Schwenkbühne und auf der Druckluftaufschiebevorrichtung auszusteigen. Deshalb hat man die rechte Druckluftaufschiebevorrichtung wegen der Besucher zubetoniert und rausgerissen. Also rausgerissen und zubetoniert, dass man sich nicht den Fuß umdrückt. Also konnte man mit Hilfe dieser Hebel hier beide Druckluftvorrichtungen
bedienen. Irgendwann war das Gegenort mal mit Wagen gefüllt. Man hätte die Körbe stoppen müssen und hätte es mühsam die leeren durch die Körbe ziehen müssen. Und jetzt kommt die Schachtumfahrung ins Spiel. Die Lokomotive war ja solo, die hat die 15 von Erzloren abgehängt. Hier konnte man weiter Wagen aufschieben. Die Lok fuhr in der Schachtumfahrung hinter den Schacht und konnte während des Aufschiebens sich 15 Leerwagen holen und wieder in die Strecke fahren, ohne dass das Aufschieben gestoppt wurde. Deshalb konnte eine Person mindestens das Gleiche machen wie vorher. Vier mit minimalem Geldaufwand. Das Gegenort musste angelegt werden, die Druckluftaufschiebevorrichtung musste angeschafft werden und die Schachtumfahrung musste angelegt werden. Ein bisschen Geld muss man schon in die Hand nehmen. Und da ist dann ein Bild hier, wie die beiden Hebel, das ist der Anschläger, hat die beiden Hebel bedient. Die leere Lore steht auf dem Korb, die geht ins Gegenort, die volle Erzlore steht vorne und wird aufgeschoben. So, der Frank hatte ja was von einer sogenannten Gegenstrecke erzählt. Ich habe das eben schon mal versucht zu zeigen, das war lichttechnisch aber nicht möglich. Jetzt machen wir das Ganze hier nochmal mit Licht. Dann seht ihr die Gegenstrecke, die befindet sich dort unten. Und ich hatte ja in einem vorherigen Video gefragt, geht es denn hier noch weiter runter? Hatte der Frank ja was zu gesagt, das wäre dann dieses da. Sieht man ganz schön mit den Regentropfen, mit dem Wassertropfen. Ganz nett. So, ich gehe wieder raus. So.